Moshpit Passion, you know, for the passion of music. Herzlich willkommen hier bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kayo und heute in dem Video stelle ich euch meine Top 5 Sodom-Platten vor. Es ist natürlich so, dass die Band am 27. November 2020 ihre neue Platte Genesis 19 veröffentlichen wird. Und ich dachte mir so, hey, das ist der perfekte Anlass, einfach nochmal alle Platten durchzuhören und dir deine eigene Top 5 Sodom-Alben zu stricken. Und an dieser Stelle sei gesagt, so ein Album, das ist so ein bisschen außen vor, weil wenn man Sodom sagt, dann sagen viele wahrscheinlich Agent Orange. Und klar, machen wir uns nichts vor, das ist ein Klassiker. Und für mich gehört diese Platte auch in den Top 5 eigentlich auch rein. Aber ich habe das so ein bisschen außen vor gelassen, weil es ist so, Sodom, die haben so viele gute Alben veröffentlicht. Und für mich ist die Band halt auch mehr als nur Agent Orange. Und darum geht es auch hier so ein bisschen im Video. Und ich stelle euch da auch die ein oder andere Platte vor, die jetzt nicht so den Weltruhm hatte wie Agent Orange. Und starten möchte ich an dieser Stelle chronologisch mit der ersten Scheibe, wo ich sage, wow, also nach dem Hit-Album Agent Orange sticht die für mich aus der Diskografie heraus. Und zwar ist es Tapping the Vein, damaliges Line-Up, Andy Brinks an der Gitarre und Chris Witchhunter an den Drums. Das war das letzte Album von Chris Witchhunter, bevor er kein Teil mehr von Sodom war. Interessanter Side-Fact ist, dass Andy Brinks zu der Zeit, wo das Album aufgenommen wurde, gerade sein Abitur schrieb. Also ungefähr Anfang 20 war der da. Und was er da abgezimmert hat, muss man ihm zugute halten. Also Hut ab, mein Lieber. Das Ding ist einfach übelst frisch, brutal und geht einfach nach vorne. Ist auch für mich deutlich stärker und markanter als das Vorgängeralbum Better of Dead. Natürlich, Better of Dead hat sehr, sehr viele Hits und natürlich die üblichen Sodom-Trademarks, aber für Sodom-Verhältnisse ist es ein bisschen soft, ne? Ist auch natürlich eine Geschmackssache und Michael Hoffmann, super Gitarrist und auch super Sachen bei Assassin gemacht, aber mich spricht halt Tapping the Vein mehr an, auch die Tracklist, die ist auch super, ne? Geht halt los mit Body Parts, wo ich dachte, als ich das erste Mal gehört habe, was ist denn hier los? Ich glaube, meine Ohren, die platzen. Wachturm, auch ein super Klassiker, The Crippler, Bullet in the Head, Deadline, One Step Over the Line, Skinned Alive, also ein Album, das kann man echt runterhören und da kriegt man nur einen auf die 12. Was ich persönlich super fand, als Husky und York in die Band eingestiegen sind, dass die Band ihr Set umgestellt hat und ja, einige Songs von Tapping the Vein fanden dann auch ihren Weg in die Live-Set-List und One Step Over the Line, meine ich, wurde sogar als Single 2018 re-released, um die Partisan-EP anzukündigen? Oder war das sogar da drauf? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war es sehr, sehr schön. Ja, dass nochmal Tapping the Vein so ein bisschen noch mehr in den Fokus rückte. Und ich weiß, so die ganzen Death-Metaler da draußen, die lieben dieses Album auch. Sprich natürlich auch so dieses Genre an. Es ist einfach hart, düster, kompromisslos. Und ja, Tapping the Vein, mein erster Pick für die Top 5. Und nahtlos möchte ich weitermachen mit der nächsten Scheibe, die auch chronologisch erschienen ist, und zwar Get What You Deserve. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Stück. Ja, hat sich auch einiges in der Band getan. Und zwar Chris Witchhunter war zu dem damaligen Zeitpunkt kein Teil der Band mehr, sondern Atomic Steif. Und oh, das Drumming von denen, also das ist ordentlich. Also da kracht's und scheppert's. Und ich finde, das hat einen deutlichen Punk-Einschlag. Andy Brinks, das Gitarrenspiel, ja, das ist auch sehr, sehr punkig, aber hier durch das Drumming bildet das nochmal eine Symbiose, wo ich sage so, puh, also die geht ganz schön ab. Die ist auch sehr, sehr roh produziert für, sag ich mal, Sodom-Verhältnisse und holpert's, ne? Und für mich ganz klar hier Singles drauf wie Sodomized, super. Erwachet, Gomorra, was haben wir noch? Die stumme Ursel, natürlich die stumme Ursel, auch ein super Videoclip. Jabba the Hutt, natürlich der Titeltrack und Opener, mega. Und was auch sehr, sehr interessant ist, so im damaligen Zeitpunkt haben Sodom sich gegen den Walfang ausgesprochen mit Silence is Constant. Hätte man in der Band
nicht zugetraut, ganz ehrlich, auch besonders zur damaligen Zeit, dass man gesagt hat, ach guck mal, die Ruhrpottler, die können nur über den Vietnamkrieg irgendwie schreiben, aber nee, ja, super, super Song. Ich verlinke euch nochmal das aktuelle Interview mit Sodom und Darkness, da sprechen wir auch über Silence is Constant, aus dem einfachen Grund, auf der neuen Platte gibt es einen Song, der sich auch mit Walfang, sage ich jetzt mal, beschäftigt. Möchte jedoch nicht so viel spoilern, schaut euch das Ding einfach mal an. Und ja, ich wünsche euch da, wie gesagt, viel Spaß mit. Puh, sonstiger Side-Fact, ja, das Cover, ne, das sieht man, das wurde damals gebannt, das zeige ich euch auch hier nicht. Googelt einfach mal, dann wisst ihr warum. Und ja, eine super Platte. Und ich möchte auch gerne weitermachen mit der nächsten Scheibe, die auch chronologisch direkt nach der letzten anschließt. Und zwar ist das die gute Masquerade in Blood. Und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, also laut dieser großen Banddokumentation, sagte Tom auch, hat die Band dann aufgelöst. Die ganzen Strapazen mit Label, Touren und neuen Mitgliedern, die zu integrieren und Besetzungswechsel, hat er ja keinen Bock mehr. So, aber das Ding ist auch dadurch komplett untergegangen. Es ist einfach ein mördermäßiges Ding. Hier muss ich sagen, ja, der Mix, der gefällt mir nicht. Also das ist viel zu ein Soundbrei. Es holpert, es poltert, es passt eigentlich zu Sodom, aber hier denkt man sich so, also der Klang, das hört sich nicht optimal an. Ne? Also das finde ich sehr, sehr schade. Und ich glaube auch, Tom sagte, also wenn er ein Album remastern könnte, ich glaube, oder besser gesagt remixen, wäre es die Masquerade in Blood und die von 2006, die Self-Titled, das schwarze Album von Sodom. Und hier sind auch super, super Songs drauf. Ne? Gerade der Opener Masquerade in Blood ist super. Gathering of Minds, was haben wir hier noch drauf? Ja, genau, auf der B-Seite Scum. Oh mein Gott, Scum ist so unterbewertet und das Ding, das groovt so dermaßen ab. Also da hört man, ich will jetzt nicht sagen so Pantera-Einflüsse, aber ja, das groovt. Auch eines meiner Lieblings-Artworks an dieser Stelle, sei das zu erwähnen. Immer schön den Knarrenheinz, der irgendwie hier in Artworks verbaut wurde. Genau. So, dann passierte erstmal in der Zwischenzeit von dem Album zu dem nächsten Album sehr, sehr viel. Es war auch sehr, sehr viel Gutes drunter, wie M16 oder Code Red. Ja, die 2006er Platte, ja, war auch in Ordnung. Aber so das, wo ich sage, das sticht heraus, war dann tatsächlich die letzte Platte, Decision Day. Ja, Macca. Genau, auch ja schon, genau, natürlich auch eine neue Besetzung mit Bernemann und Macca. War, glaube ich, die zweite Platte von Macca, die der da eingetrommelt hat. Davor war, glaube ich, die Epitome of Torture. Ja, genau, die war davor, da hat er schon mitgetrommelt. Und hier, ich glaube, da merkt man nochmal das Drumming von Macca, wie der sich hier eingebracht hat. Also boah, technisch sehr, sehr stark und für mich auch die meisten Hits auf der Scheibe, nach der Masquerade in Blood natürlich, Into Retribution, Rolling Thunder, Decision Day, Caligula, Who is God. Also das Ding ist auch so eine Platte, die kannst du runterhören. Ne? Die legst du schön drauf, hörst das Ding runter und ich meine, es ist auch nicht umsonst bis in die Top 10 in den deutschen Albumcharts, ne? Ist es hochgegangen. Also es kommt nicht von ungefähr. Und hier sage ich so von der Produktion her, vom Songwriting, boah, das ist eine komplett andere Liga. Ne? Das kann man auch nicht mit irgendwie Agent Orange oder den Anfängen sowieso nicht oder auch nicht die 90er vergleichen. Das sticht nochmal so komplett aus der Diskografie heraus. Vergleichbar für mich wie Tapping the Vein, das fällt so ein bisschen raus, aber im positiven Sinne. Und Decision Day kommt auch als Re-Release im Dezember raus, meine ich, auf 500 Stück limitiert. Ich verlinke euch das alles hier unten in den Kommentaren. Schaut da mal rein, wenn ihr Bock habt. Und für mich, ja, Decision Day auf Platz 4. Und jetzt werdet ihr euch fragen, ja, welche Platte kommt als letztes? Und es ist ein Klischee, wenn eine Band ein neues Album veröffentlicht und man sagt, ja, die neue Platte, das ist die beste, die je rausgebracht haben.
Aber ich bin ehrlich, Genesis 19 gehört für mich persönlich in die Top 5. Ich sage natürlich an dieser Stelle auch, Agent Orange gehört natürlich hier mit rein, aber ausgeklammert, weil es halt das Blueprint-Album und immer relativ einfach das zu nennen. Und Genesis 19, es ist auch sehr, sehr abwechslungsreich. Es ist hart, es ist brutal, es sind neue, sag ich mal, ältere Elemente drin, also aus dieser, sag ich mal, Black Metal Anfangszeit, wo ich das jetzt einordnen würde, aber jedoch sag ich mal, dass hier Blast Beats verarbeitet wurden, wie bei Friendly Fire oder nicht mehr Mainland. Das sticht schon hervor und raus. Oder auch das Punkige, das war die zweite Single, wo finde ich die? Indoctrination. Ja, einfach stark von denen, ne? Dass sie dann einfach mal neue Wege gehen und was heißt neue Wege, ne? Sodom-Verhältnisse, aber ich sag einfach mal, sich ausleben. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, das wievielte Album das jetzt von denen ist aus dem Kopf hinaus, aber die haben, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 10 und 20 Alben veröffentlicht. So, da würde man sagen, man wiederholt sich. Aber hier muss man echt klar und deutlich sagen, wie schon bei Decision Day, das ist etwas Erfrischendes, sagen wir es mal so. Ja, die Produktion auch von dem Ding ist auch sehr, sehr oldschool gehalten. Ja, sehr, sehr fies, düster, es rappelt. Eigentlich die Trademarks, womit man auch Sodom verbindet an dieser Stelle. Ja, ob das, sage ich jetzt mal, auch für die heutige Zeit so sein muss, ne? Dieses rumpelige, das sei jetzt mal dahingestellt, das ist Geschmackssache, welche sagen, ich hatte es ja auch in dem Interview gesagt, ey, so eine Produktion wie Benediction mit den technischen Möglichkeiten ist einfach stark. Oder wie Bonded es gemacht haben, auch eine super Band, super Platte, super Produktion. Das ist Geschmackssache, ne? Aber ich sag halt, das, was hier gemacht wurde, das passt zu Sodom. Ne, das ist sehr, sehr schön oldschool-lastig, trotzdem neue Elemente verarbeitet und wird auch viele neue Fans bestimmt ansprechen, denke ich schon. Und ich bin mal gespannt, wie das Ding auch abschneiden wird. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr positiv da überrascht. In den nächsten Tagen, schaut mal bei Moshpit Passion vorbei, wird mein Redakteur der Stelle eine ausführliche Review hierüber schreiben und präsentieren. Ich kann euch sagen, der hat sich in das Ding verliebt. Und ja, das soll es auch heute hier gewesen sein mit den Top 5 Alben. Jetzt werdet ihr euch fragen, ja, was ist mit der EP oder mit einem Mini-Album? Persecution Mania mit den Live-Alben. Ja, wie gesagt, ne, Sodom ist auch eine Band, die hat jetzt nicht nur 3 Alben in 38 Jahren rausgehauen, sondern ich weiß es nicht, ne, geht über 20 Releases, wenn man die EPs mit reinnimmt oder die EPs und Live-Platten und hier und da und Magazinveröffentlichungen, aber 5 Stück, das soll es auch an dieser Stelle hier gewesen sein. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns und ciao.